Erstmal, bevor ich zu den Themen von heute komme, möchte ich eine Frage kurz beantworten. Und das ist eigentlich schon das erste Thema, weil wir haben über dieses Thema noch nie richtig geredet. Und ich versuche einfach kurz über diese Sache zu reden, sodass man es im Allgemeinen versteht. Ich habe heute eine Mail bekommen. Da stand drin, dass ein Mann und eine Frau Unzucht begangen haben und daraus ist ein Kind entstanden. Und der Bruder, der hat gesagt, ich möchte keine Unglauben begehen, aber ich habe halt einfach eine Frage. Unzucht ist ja verboten, aber es kann ja jetzt nicht sein, dass Allah dieses Kind nicht wollte. Ja, weil Allah hat ja bestimmt, dass dieses Kind entsteht. Ja, und er hat nicht verstanden, wie funktioniert das jetzt mit der Vorherbestimmung, wie muss man das verstehen. Bevor ich anfange, die Vorherbestimmung zu erklären, will ich erstmal eine Sache sagen zur Vorherbestimmung. Das ist die sechste Säule des Islams, wie wir wissen. Ja? Der Prophet a.s. Des Imans, Entschuldigung. Der Prophet a.s. wurde gefragt, ja, ihr müsst doch, guck mal, heute habe ich mich einmal bei einem Vortrag auch versprochen, müsst ihr mir einfach Bescheid sagen, weil manchmal verspricht man sich. Ja? Ich habe heute einen totalen Quatsch erzählt, ich habe ein Wort verwechselt, ja, was überhaupt nicht in den Kontext passt. So. Die sechste Säule des Imans. Der Prophet a.s. wurde von Jibril aufgefordert, Achbirni an al-Iman. Berichte mir vom Glauben, vom Iman. Da sagt er, Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusul yawm al-akhir wa antu'mina bil kadri khairihi wa sharri. Das heißt, dass du an Allah glaubst und seine Engel und seine Bücher und seine Propheten und an den jüngsten Tag und dass du an den Qadr glaubst mit seinem Guten und seinem Schlechten, mit seinem Übel und seinem Schönen, ja, sozusagen. So. Hier sagt der Imam Tahawi, in Akida Tahawiya sagt er, ja, وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ لَا يَتَلِّ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ وَتَعَمُّكُ وَنَظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيَّةُ الْخِذْلَانِ وَسُلْمُ الْحِرْمَانِ ودرجوا الطغيان فالحذر كل حذر من ذلك نظرا او فكرا او وسوسه. Er sagt dort, die Grundlage der Vorherbestimmung ist, dass es ein Geheimnis von Allah ist. Hier sagt Ali radiallahu anhu, القدر سر الله فلا تكشفوا. Die Vorherbestimmung ist ein Geheimnis von Allah, so werdet ihr dieses Geheimnis nicht lüften. Ja? Und hier muss man eine Sache verstehen. Das heißt, der Qadr hat mit Eigenschaften, die Vorherbestimmung hat mit Eigenschaften von Allah zu tun. Welche Eigenschaften? Erstmal die Eigenschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist und schon immer wusste, was geschehen wird. Die zweite Eigenschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft des Schöpfens hat. Und drittens, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Willen hat und nichts geschieht ohne seinen Willen. Und hier ist ganz wichtig, dass man versteht, dass Allah uns Menschen nur das Wissen gegeben hat, ja, was uns nützt und was wir brauchen. Und wenn wir, und deswegen sagt Imam Tahawi auch, dass die Vertiefung in dieses Thema und das Hineingehen in dieses Thema, in dieses Geheimnis, dass das ein Weg ins Irre gehen ist. Denn viele muslimische Gruppen, viele Leute sind in die Irre gegangen, weil die diesen Qadr versucht haben, Dinge zu verstehen, die über ihrer Fähigkeit waren. Denn der menschliche Verstand hat seine Grenzen. Nicht wie im Westen, die westliche Ideologie, und das ist gerade schwer für Leute zu verstehen, die hier aufgewachsen sind. In der westlichen Ideologie gibt es eine Vergötterung des Verstandes, dass der Verstand die absolute Instanz ist, abzuwägen, was gut und richtig für den Menschen ist. Aber Allah sagt uns im Koran, in Sure 2, Vers 255, das kennen viele Muslime auswendig, er sagt dort, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِتُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Das heißt, sie wissen, was vor ihnen liegt und was hinter. Er weiß, was vor ihnen liegt und was hinter ihnen liegt. Das heißt, er weiß alles. Und sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will.
heißt, Allah weiß alles und wir haben nur eine begrenzte Kapazität. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel fragen, Allah hat existiert, bevor er das Weltall schuf. Allah hat existiert, bevor es die Zeit gab. Das heißt, es gab eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Hier ist die Grenze des Menschen. Das heißt, wenn wir über Qadr reden, müssen wir wissen, ist das Geheimnis von Allah, wie Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagt. Also müssen wir den Qadr für uns, die Vorherbestimmung, den Glauben an die Vorherbestimmung, für uns zu einer Medizin machen. Und nicht für uns zu etwas machen, wie der Imam Tahawi sagt, was für uns ein Mittel ist, um in die Irre zu gehen, indem wir uns in diese Sache vertiefen. Sondern wir nehmen das, wovon Allah uns berichtet, und wir lassen das, wovon uns nicht berichtet wird. Jetzt. Dort machen wir Tawakkuf, wie man im Arabischen sagt. Wir bleiben stehen, sagen Allahu Alam, wissen nicht weiter. So, jetzt gehen wir zurück. Wie kann man den Qadr für sich zur Medizin machen? Wie kann man ihn für sich zur Medizin machen? Ich kann den Qadr für mich, die Vorherbestimmung für mich zur Medizin machen, dass wenn mir etwas geschieht, dass ich geduldig bin, weil ich weiß, das ist von Allah vorherbestimmt und Allah hat das vorherbestimmt aus einer Weisheit heraus, die ich vielleicht erkenne oder vielleicht nicht erkenne. Vielleicht erkenne ich sie nicht. Warum? Weil mein Verstand begrenzt ist. Und die Weisheit von Allah unbegrenzt. Und das Wissen von Allah unbegrenzt. So. Deswegen habe ich eine Grenze. So, das muss ich verstehen. So. Und da hilft mir der Qadr. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften des Gläubigen. Schau dir an, wie viele Menschen in Deutschland, wie viele Menschen auf der Welt verzweifeln, kaputt gehen, weil ihnen Unglücke passieren. Und schau dir an, wie dieser Qadr, dieser Glaube an die Vorherbestimmung für den Muslim zu etwas wird, was ihn standhaft macht. Deswegen sagt der Prophet a.s.w. Ajaban li amri al-mu'min fa inna amra kullu khair wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Wunderbar ist die Lage des Gläubigen, denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Warum? Und niemand geht es so außer dem Gläubigen. In asabatu sara'u shakar fa kana khayran lahu. Wenn ihn eine Freude trifft, dankt er Allah, das ist gut für ihn. Wa in asabatu dara'u sabar fa kana khayran lahu. Und wenn ihn ein Schaden trifft, wenn ihn etwas, eine Härte trifft, dann ist er was? Einen Schaden trifft, ist er geduldig und das ist gut für ihn. Und deswegen die ganzen Geschichten im Koran drehen sich auch um Schicksalsschläge. Wir sehen dort Leute, die verbrannt worden sind, zum Beispiel Ashabul Uchdud. Und Allah sagt, Dhalikal Fawzul Kabir, dies ist der große Gewinn. Weil das nicht das diesseitige Leben das Ziel ist, sondern welches Leben? Das jenseitige Leben. So, jetzt hat der Qadr mehrere Stufen, beziehungsweise mehrere Säulen, kann man sagen. Die erste Säule ist das Wissen von Allah. Ist das Wissen von Allah mit dem Wissen des Menschen vergleichbar? Das Wissen von Allah ist unbegrenzt, das Wissen des Menschen ist begrenzt. Der Mensch hat nur das, versteht nur das, was Allah ihn verstehen lässt. So. Das heißt, Allah hat schon immer alles gewusst. Allah hat schon immer alles gewusst und wusste, wie es sein wird und wusste, wie es passieren wird. Und wusste, was nicht passiert und wenn es passieren würde, wie es passieren würde. Er wusste alles und weiß alles und wird nie vergessen. Und das ist die Eigenschaft von Allah. Er wusste schon immer alles, hat nie etwas vergessen und wird nie etwas vergessen. Das heißt, Allah wusste genau, welcher Tropfen Blut wann, wo in deinem Körper läuft und wie er läuft. Jedes Atom. Wie es sich bewegt. Er wusste auch, wann der Mord passiert. Er wusste auch, was Adolf Hitler anrichtet. Er wusste auch, was Iblis machen würde. Er wusste das. Punkt 1. Punkt 2 ist, all das, was er wusste, was passieren wird, was die Leute machen werden, aus ihrer freien Entscheidung, hat er aufgeschrieben. Wie in einem Hadith sagt, 50.000 Jahren bevor er die Schöpfung erschuf, hat er alles aufschreiben lassen.
Das heißt, das Wissen, was er hatte, wurde aufgeschrieben. Wo ist das aufgeschrieben? Fi Lawhil Mahfuz. Deswegen sagt der Imam Tahawi auch später, وَنُؤْمِنُوا بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِي كَتُرُقِمْ. Und wir glauben an den Lawh, an die Tafel, an die wohlverwahrte Tafel, Lawhil Mahfuz, ja, wo alles draufsteht, was passieren wird, ja, und an den Qalam, das heißt der Qalam, den Allah erschaffen hat, damit er das dort schreibt, وَبِجَمِيعِ مَا فِي كَتُرُقِمْ. Wir glauben an alles, was dort geschrieben steht. Und dann sagt er, وَلَوْ اِشْتَمَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَنَّهُ قَائِنٍ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ قَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. Und wenn sich die ganze Schöpfung, sagt er, der Imam Tahawi, versammelt für eine Sache, die Allah in diesem Lauh geschrieben hat, dass sie geschehen wird, um sie ungeschehen zu machen, so werden sie es nicht ungeschehen machen können. Verstanden? Das heißt, wenn sich die ganze Schöpfung versammelt, um eine Sache, die Allah geschrieben hat, ungeschehen zu machen, so werden sie sie nicht ungeschehen machen können. وَلَوْ اِشْتَمِعُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى لِيَجْعَلُوا قَائِنًا لَمْ يَكْتِرُوا عَلَيْهِ. Und wenn die sich zusammentun, um eine Sache geschehen zu lassen, die Allah dort geschrieben, nicht geschrieben hat, dass sie geschieht, so wird sie nicht geschehen. Sie werden es nicht geschehen lassen können. Nur das, was Allah geschrieben hat. So. Das heißt, wenn jemand heiratet, ist das geschrieben? Ist geschrieben. Wenn jemand jemanden ermordet, ist das geschrieben? Ist geschrieben. Wenn jemand jemanden umbringt, Kufr begeht, ist das geschrieben? Das ist alles geschrieben. Weil das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen. Die sagen, wieso kann das geschrieben sein? Was kann er dann dafür? Da kommen wir gleich zu. Wir haben erstmal gesagt, Allah hat das geschrieben, was er wusste, was geschehen wird. Er wusste, was die Menschen machen werden. So, jetzt frage ich euch, was ist ein Grund, warum die Welt auch erschaffen wurde? Dass wir Allah dienen? Ein Grund ist, die Welt ist ein Test. Jetzt wird jemand sagen, was soll dieser Test? Wir haben einen Test und Allah weiß doch sowieso, wie wir den Test bestehen. Allah ist doch allwissend. Wenn er allwissend ist, wozu dieser Test?